Das ist Susanne Hoff. Sie hat ein Problem mit diesem Kreisel und jetzt kommt sie nicht mehr in ihre Garage. In Hamburg ist es echt praktisch, eine eigene Garage zu haben, denn Parkplätze für Autos sind ja echt rar. Und Frau Hoff, die hat auch eine eigene Garage mit einer super Einfahrt. Aber die Stadt hat einfach mal ihre Garage zugebaut mit diesem Bordstein hier. 18 cm ist der hoch, da kommt man mit keinem Auto rüber. Und allgemein, sie darf hier gar nicht mehr rüberfahren, obwohl sie das seit 1951 gemacht hat. Aber diese Nutzung hat die Stadt ihr einfach entzogen. Und jetzt muss sie stundenlang einen Parkplatz suchen. Dieses minimale Hindernis ist beim Bau des Kreisels entstanden. Denn die Stadt hat den Kreisverkehr einfach direkt vor die Nase von Susanne gesetzt. Jetzt darf sie nicht mehr ihre Einfahrt nutzen. Ich fühle mich als Bürger einfach total hilflos. Ich habe das Gefühl, ja, dass ich einfach dann nichts zu sagen habe, dass meine Vorschläge auch völlig irrelevant sind, weil einmal so entschieden worden ist. Und ja, dass hier mir fehlt es so ein bisschen an der Rechtsstaatlichkeit. Und ja, es macht mich auch traurig, dass so mit Bürgern umgegangen wird. Dabei hat Susanne gar nichts gegen Kreisel. 2022 ist hier ein Kreisel gebaut worden, der eine ganz tolle Verkehrsberuhigung darstellt und auch den Busverkehr dadurch deutlich ruhiger macht. Der ganze Verkehrsfluss ist super. Vorher gab es hier eine Ampel und da war ein ständiges An- und Anfahren, Abhalten an dieser Ampel. Wir sind an dieser Ampel allerdings dann immer rechts von der Ampel rumgebogen und sind dann in die Einfahrt reingefahren. Doch weil die Stadt anscheinend vergessen hat, dass dort seit über 70 Jahren eine Einfahrt ist, müsste sie jetzt über diesen Zebrastreifen fahren, dann weiter über den Gehweg und rein in ihre Garage. Doch das ist verboten. Die Folge: tägliche Parkplatzsuche mitten in Hamburg. Es ist schon doof. Ich würde gerne auch weniger Sprit verbrauchen, indem ich nicht ständig hier im Kreis rumfahren muss. Und noch eine Runde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ja, da würde ich jetzt sehr gerne reinfahren, aber leider darf ich es nicht. Verantwortlich für diesen Irrsinn ist das Bezirksamt Eimsbüttel. Die Behörde hat Susanne nämlich die sogenannte Überfahrtsgenehmigung zu ihrem Grundstück entzogen. Jeder sagt, das kann doch nicht sein, da muss doch was schiefgelaufen sein. Und ich habe wirklich große Unterstützung von fast allen Parteien erfahren. Und die Behörde sollte sich jetzt nach einer Ausschusssitzung dazu äußern, was aber nicht passiert ist. Immerhin hat die Stadt an ein Bodenleitsystem gedacht. Ist ja eine gute Sache für sehbehinderte Menschen. Aber dieses Bodenleitsystem führt direkt in die Einfahrt von Frau Hoff. Und wenn hier jemand lang geht, der nicht sehen kann, der stürzt hier vielleicht die Kante runter und verletzt sich. Wer plant sowas? So sah Susannes Einfahrt übrigens noch vor wenigen Jahren aus. Damals war es noch eine Kreuzung. Doch 2020 beginnt die Stadt nicht nur einen Kreisel zu bauen, sondern auch einen eigenen Bordstein für Susanne. Für diese Planung ist das Bezirksamt Eimsbüttel zuständig. Wenn man sie versucht anzurufen, weil ich hätte gerne ein Interview. Guten Tag. Was passiert das hier? Der Pressestelle des Bezirksamtes Eimsbüttel. Leider erreichen Sie uns zurzeit nicht persönlich. Bitte versuchen Sie später noch einmal, wenn es dringend ist, haben Sie auch die Möglichkeit. Das habe ich jetzt schon den ganzen Tag über immer mal wieder zwischen dem Dreh gemacht. Immer wieder rufe ich da an, aber es ist kein Durchkommen bei der Pressestelle. Also fahren wir einfach mal zum Bezirksamt Eimsbüttel. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bezirksamt Eimsbüttel. Ich versuche aber vorher nochmal bei denen anzurufen. Vielleicht geht da jetzt mal jemand ran. Das ist jetzt mittlerweile mein 7. Anruf für heute. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Pressestelle des Bezirksamtes Eimsbüttel. Leider erreichen Sie uns zurzeit nicht persönlich. Bitte versuchen Sie später noch einmal. Eine Mailbox gibt es übrigens auch nicht. Also ich habe jetzt nur noch die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben. Das habe ich gestern ja schon getan. Aber ich würde einfach auch mal gerne mit denen sprechen. Aber es ist nicht möglich.
Deshalb fahren wir da jetzt mal hin und gucken mal, was da ist. Ich war jetzt mal drin beim Bezirksamt Eimsbüttel und habe mal nachgefragt, ob die Pressestelle denn überhaupt da ist. Da hat man jetzt auch mal versucht, beim Sekretariat die zu erreichen. Und selbst sie können die Pressestelle nicht erreichen. Also muss ich es weiterhin telefonisch probieren. Hier ist jetzt erstmal mein Weg zu Ende. Später hat uns die Behörde dann immerhin doch noch schriftlich geantwortet. Es bestand offenbar keine Möglichkeit, durch andere planerische Maßnahmen die Situation zu entschärfen und eine Zufahrt zur Garage zu ermöglichen. Zurück bei Susanne. Sie ist mittlerweile aufs Fahrrad umgestiegen. Es wäre einfach toll, wenn man auch Fahrräder vielleicht in der Garage zukünftig lagern könnte. Aber es ist ziemlich schwierig, das Fahrrad überhaupt hier hochzubekommen. Und wenn ich mir dann vorstelle, eine junge Familie mit kleinen Kindern und vielleicht einem Kinderanhänger müsste ja hoch, die müssten quasi die Kinder erstmal irgendwo festschnallen, um den Anhänger hochzutragen, um dann die Kinder einzupacken. Und vorher war es ganz einfach, da war es ebenerdig und man konnte einfach hochfahren. Ach, Frau Hoff, bauen Sie sich doch einfach eine Rampe oder haben Sie etwa eine bessere Lösung? Also eine Möglichkeit wäre sicher gewesen, dass man die Einfahrt nicht direkt mit dem Fußgängerüberweg kombiniert, sondern sie etwas seitlich legt, damit sie auch außerhalb des Kreisels endet. Oder man hätte vielleicht auch hier eine Art kleinen Wendeplatz machen können, dass hier einfach Steine gelegt werden, sodass ein Auto, das aus der Einfahrt rausfährt, einmal ein bisschen rückwärts fahren kann, um dann vorwärts wieder rauszufahren. Auf der anderen Straßenseite gibt es eine Ausfahrt, die geht direkt in den Kreisel rein. Aber da wurde dann von der Polizei geurteilt, ja, das sei überhaupt kein Problem. Die Wagen würden alle auf dem Grundstück wenden können, um vorwärts wieder rauszufahren. Auch hier wäre es natürlich möglich, einfach rückwärts reinzufahren, rückwärts in die Einfahrt und dann vorwärts wieder auf die Straße zu fahren. Aber auch das ist in keiner Weise geprüft worden. Aber erstmal müsste ja der Bordstein weg. Also ich habe gefragt, ob es möglich wäre, diese Erhöhung zurückzubauen. Und die Aussage von der Behörde war dann, dass die Gelder für den Umbau aufgebraucht worden sind und insofern keine Gelder mehr zur Verfügung stünden. So, Frau Hoff, damit ist das jetzt Schluss hier mit Parken in der Garage. Offiziell verboten von der Stadt. Ist mir egal, ob das seit 1951 so ging. Jetzt ist der Kreisel da. Jetzt geht's halt nicht mehr. Eine Entschädigung dafür, dass Susanne ihre Garage nicht mehr nutzen darf, soll sie übrigens auch nicht kriegen.